In diesem Jahr feiert Chloe erneut ihren Geburtstag und beschließt, wieder ihre ganze Klasse einzuladen. Zwar gab es im Jahr zuvor einige Stolpersteine, aber insgeheim hat Chloe gemerkt, dass ihr die Gesellschaft der Klasse gut tut, auch wenn sie hin und wieder über die ein oder andere Person schmunzeln oder sich über diese aufregen muss. Ihre beste Freundin ist zwar auch immer eine gute Gesellschaft, aber auf Dauer ist es einfach zu langweilig, immer nur zu zweit zu sein, vor allem an einem so besonderen Tag wie dem eigenen Geburtstag. Auch ihr Butler, der einst in einen Schurken verwandelt wurde, begrüßt Chloes Entscheidung, offener gegenüber anderen Menschen zu sein. Da ihre Eltern sehr beschäftigt sind, hat Chloe einmal wieder ein ganzes Abteil des Grand Palais für sich und kann die Party so gestalten, wie sie es möchte. Am nächsten Tag geht Chloe in die Schule und verteilt ihre Einladungen zu ihrem Geburtstag. Marinette und Alja werfen sich erst einen skeptischen Blick zu, da beide glauben, dass Chloe sie ausschließen würde. Immerhin hat man bei der letzten Fete gemerkt, wie sehr sich Chloe beherrschen musste, zu jedem nett zu sein. Andererseits weiß Marinette auch, dass sich Chloe gebessert hat und ihr gegenüber auch netter geworden ist. Als Chloe Marinette und Alja eine Einladungskarte gibt, lächelt sie die beiden sogar offenherzig an. Und Marinette weiß in diesem Moment, dass die Einladung kein Hinterhalt von Chloes Seite war. Sie sagt, nur wenn keiner seine Stimme erhebt, hat das Böse erst eine Chance zu siegen. Und dieses Mädchen da ist böse. Und Alja ist immer noch skeptisch, aber Marinette lächelt ihrer Freundin zu und sagt ihr, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat. Jeder außer Lila. Dann müssen beide lachen. Als Marinette sich umdreht, sieht sie auch, dass Adrien eine Einladung bekommen hat. In diesem Moment gehen ihr wieder mehrere Gedanken durch den Kopf. Wie soll sie sich ihm gegenüber verhalten? Wann soll sie ihm ihre Gefühle offenbaren? Für einen kurzen Moment ist Marinette enttäuscht, da sie sich wieder an den Tag erinnert, an dem sie Zeit mit Adrien und Kagami verbracht hat. Hier hat sie gemerkt, wie nah die beiden sich doch sind und dass sie mit Kagami offensichtlich nicht mithalten kann. Immerhin sind die beiden sehr gute Freunde und teilen sich auch die Leidenschaft für das Fechten. Diese Leidenschaft hatte Marinette nicht. Sie fragt sich, ob es überhaupt wirkliche Gemeinsamkeiten zwischen den beiden gibt. Adrien modelt und sie designt, aber reicht das aus? Marinette befürchtet, dass Adrien Kagami zur Fete mitnehmen könnte und dass sie so keine Chance hätte, Zeit mit ihm zu verbringen. Bei Chloes letztem Geburtstag haben die beiden sogar miteinander getanzt und Marinette hatte den Eindruck, dass Adrien den Tanz sehr genossen hat. Wie schön wäre es doch, wenn er wieder mit ihr tanzen würde. Diese Vorstellung würde wohl oder übel ins Wasser fallen, wenn Kagami mitkommen würde. Also hofft Marinette, dass Adrien ohne Kagami zur Fete erscheint. Aber Adrien weiß in diesem Moment nicht, ob er überhaupt kommen kann. Sein Vater Gabriel Agrest hat für ihn sehr viel eingeplant in dieser Woche. Neben seinem Fechtunterricht soll Adrien auch Klavier üben, da in naher Zukunft ein wichtiges Konzert ansteht. Denn Gabriel Agrest wird eine Modenschau organisieren, die bis jetzt die größte in seiner Karriere sein wird. Dafür will er seinen Sohn Adrien vorspielen lassen. Nathalie hat diese Idee ihrem Chef vorgeschlagen, da sie geglaubt hat, dass er somit etwas von seinem Wahn, die Miraculous von Ladybug und Cat Noir zu bekommen, zurücktreten würde. Sein willst, dann verlange ich dafür nur eine Sache von dir. Besiege Ladybug und Cat Noir und bring mir ihre Miraculous. Zwar würde sie ihn immer wieder unterstützen und hat in der Vergangenheit auch gezeigt, dass sie alles tun würde, um ihm die Miraculous zu besorgen, aber andererseits ist Nathalie noch nicht ganz so vernebelt wie ihr Chef und hin und wieder schleicht sich die Stimme ihres Gewissens in ihren Kopf und weist sie darauf hin, dass Gabriels Plan vielleicht doch nicht so moralisch ist, wie sie geglaubt hatten. Gabriel Agrest ist zwar immer noch der Meinung, dass er unbedingt die Miraculous von Ladybug und Cat Noir braucht, aber er hat schließlich eingewilligt, da die Mode immer noch seine Leidenschaft ist. Als Adrien nach Hause kommt, erzählt er seinem Vater von Chloes Geburtstag, der am Wochenende stattfinden würde. Gabriel Agrest ist skeptisch und möchte, dass sein Sohn sich auf das Klavierspielen konzentriert. Er sagt seinem Sohn, dass er das Klavierspielen in letzter Zeit sehr vernachlässigt habe und dass er umso intensiver üben müsse, damit er wieder auf dem gleichen Niveau wie früher spielt. Immerhin, weist er seinen Sohn an, habe er ihm zuliebe die Klavierstunden gedrosselt. Aber als er sieht, dass sein Sohn
niedergeschlagen ist, sagt er ihm, dass er es sich noch einmal überlegen und ihm am Abend Bescheid geben würde. Als Adrien am Abend mit seinem Vater spricht, fragt ihn Gabrielle Agreste, wer alles auf die Feier gehen würde. Adrien antwortet, dass die gesamte Klasse eingeladen sei. In diesem Moment erinnert sich Gabrielle daran, dass einst bekannt wurde, dass Ladybug und Cat Noir Adriens Schule besuchen müssten. Jetzt fragt Gabrielle Adrien, ob nur die Klasse eingeladen sei, und Adrien antwortet, dass er das nicht wisse, aber dass sicherlich noch andere Schüler des Kollegs mitkommen würden, da es üblich sei, dass man immer wieder Bekannte mitnehme. Gabrielle Agreste dankt seinem Sohn und sagt ihm, dass er ausnahmsweise zur Feier gehen könnte. Er wünscht seinem Sohn eine gute Nacht und ruft alsdann Nathalie herbei. Als Nathalie erscheint, lächelt ihr Gabrielle zu. Nathalie weiß sofort, was das bedeutet. Gabrielle hat einen Plan, wie er an die Miraculous von Ladybug und Cat Noir gelangen kann. Er erzählt Nathalie von der Fete und sagt ihr, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Ladybug oder Cat Noir erscheinen würden, sehr groß sei. Es würde nur darauf ankommen zu erkennen, wer in Wirklichkeit Ladybug bzw. Cat Noir sei. Da er mit Chloes Mutter befreundet ist, ruft er sie gleich an und fragt, wo genau die Party stattfindet. Als er mit dem Telefonat fertig ist, bittet er Majura, zum Ort des Geschehens zu gehen und einige Kameras zu installieren. Denn Gabrielle hat vor, einen Gast auf Chloes Party zu akkumatisieren und anschließend herauszufinden, wer genau Ladybug oder Cat Noir ist. Damit Nathalie nicht ziellos Kameras installieren muss, befiehlt er Gabrielle, Kameras in den abgelegenen Ecken der Location zu platzieren, da er weiß, dass Ladybug und Cat Noir ihre Identität geheim halten müssen und sich deshalb immer an abgelegenen Orten verwandeln. Nathalie macht sich daraufhin auf den Weg zur Location und platziert im Gang einige Kameras. Sie montiert sie so, dass man einen gesamten Überblick über die verborgenen Ecken erhält. Einige Tage später findet die Party auch statt. Alle gehen voller Vorfreude dorthin und ahnen nicht, was Gabrielle Agreste, der sich inzwischen in Hawk Moth verwandelt hat, vorhat. Marinette redet auf dem Weg mit Tiki und sagt ihr, dass sie hofft, dass dieses Mal niemand akkumatisiert werden müsse, wie auf der letzten Fete. Auch Adrien erinnert sich noch an das letzte Mal, als Chloes Butler verwandelt wurde, und hofft, dass er den Abend mit seinen Freunden genießen kann. Chloe begrüßt ihre Freunde herzlich und einige gehen auch schon sofort auf die Tanzfläche. Die Klasse nimmt Drinks zu sich und amüsiert sich. Später ruft Chloe alle Gäste zusammen. Sie hat ein Spiel vorbereitet, Wahrheit oder Pflicht. Einige sind begeistert, während andere die Augen verdrehen und am liebsten weiter tanzen würden. Aber da es Chloes Geburtstag ist, willigen schließlich alle ein und Chloe bildet kleine Gruppen, die dann anschließend Wahrheit oder Pflicht spielen. Marinette bildet mit Alja, Nino und drei weiteren Jungs aus ihrer Klasse eine Gruppe. Marinette wirft Alja einen besorgten Blick zu, da einer der Jungs in Alja verliebt und Nino sehr eifersüchtig ist. Auch Tiki, die in Marinettes Tasche ist, weiß davon und ahnt, dass das nicht gut ausgehen kann, denn alle wissen, dass Chloe es mag, andere in Verlegenheit zu bringen, auch wenn sie sich gebessert hat. Alja setzt sich demonstrativ neben Nino und versichert ihm, dass er nichts zu befürchten habe. Sie fangen an zu spielen. Dabei müssen alle Spieler abwechselnd Wahrheit oder Pflicht wählen. Die Fragen sind bereits vorgegeben und die Mitspieler haben auch volle Sicht darüber, wer welche Frage bekommt. Das hat Chloe so organisiert, da sie bei einem Mal, an dem sie das Spiel gespielt hat, vorgeworfen bekam, dass die Fragen beliebig gewählt wären. Jeder Spieler hat auch die Möglichkeit zu passen, muss aber danach zweimal Pflicht nehmen. Der Junge, der in Alja verliebt ist, richtet es so ein, dass er genau in dem Moment aussetzt, dass er in der nächsten Runde seinen Gegenüber, also Alja, küssen muss. Als er an der Reihe ist, ist Alja entsetzt und Nino durchschaut den Trick des Jungen, sodass er in Wut gerät und auf den Jungen losgehen will. Marinette ahnt schon Böses und möchte Nino beruhigen, aber dieser ist nicht mehr in Zaum zu halten. Er fühlt sich persönlich angegriffen und fühlt sich nicht respektiert. Hawk Moth, der die ganze Zeit schon gewartet hat, schickt sofort einen Akuma los und Nino wird erneut in einen Superschurken verwandelt. Marinette und Adrien flüchten jeweils beide in unterschiedliche Richtungen, um sich zu verwandeln. Adrien in die Jungentoilette und Marinette in den Gang. Beide können sich verwandeln und Nino letztlich besiegen. Aber Hawk Moth weiß jetzt, wer Ladybug ist. Marinette ist nämlich genau in den Gang geflohen, genau dorthin, wo Hawk Moth es bereits erwartet hat. Nur Adriens Identität kennt er nicht. Zwar hat er seine Assistentin gebeten, Kameras an abgelegenen Orten zu installieren, aber als Nathalie im Begriff war, die Kameras an die Damen- und Männertoilette zu montieren, hat sich wieder ihr Gewissen gemeldet und ihr gesagt, dass das ein absolutes No-Go und die Privatsphäre der Schüler
Schüler bei weitem überschritten wäre. Am nächsten Tag beschließt Gabriel Agrest, Marinette anzurufen. Diese nimmt verwundert ab und erfährt, dass er sie unbedingt sehen möchte, da er für sie einen Auftrag für seine kommende Modenschau hätte. Einerseits ist Marinette sehr nervös, da sie ungern mit Adriens Vater allein ist. Andererseits freut sie sich über diese Ehre, die ihr damit zuteil würde. Und somit macht sich Marinette gleich nach der Schule auf den Weg zu der Villa Agrest. Dort angekommen, sieht sie sich einen Moment um, da sie insgeheim hofft, auf Adrien zu treffen, aber das Haus scheint vollkommen leer. Gabriel begrüßt Marinette zunächst sehr freundlich und sagt ihr, dass er mit ihr in sein besonderes Atelier gehen würde. Marinette ahnt nicht, was dieses besondere Atelier ist. Beide steigen in einen Fahrstuhl und als Marinette zusammen mit Gabriel ankommt, traut sie ihren Augen nicht. So einen Raum hat sie noch nie gesehen. Als sie dann noch Gabriels Mutter in einem gläsernen Sarg erblickt, erschrickt Marinette und möchte sofort umdrehen. Gabriel hält sie fest und sagt ihr, dass sie keine Angst haben braucht. Er nähert sich zusammen mit Marinette dem Sarg und sagt ihr, ohne sie anzusehen, dass er weiß, dass sie Ladybug ist. Marinette ist schockiert, bringt aber kein Wort hervor. Dann erzählt ihr Gabriel, dass er Hawk Moth ist und dass er die Miraculous braucht, um Adriens Mutter wieder aufzuwecken. Seine Stimme ist sehr sanft, denn Nathalie hat ihm dazu geraten, sehr freundlich zu Marinette zu sein, da der schnellste Weg, wie er zu Cat Noirs Miraculous kommt, über Ladybug geht. All der Zeit wurde mir klar, dass du immer für mich da warst, sogar als ich dich zurückgewiesen habe. Deine Gefühle für mich haben sich nicht geändert. Gabriels Plan ist es, dass Ladybug Cat Noir dazu bewegen kann, ihr seine Identität zu verraten. Marinette ist schockiert und fragt Monsieur Agrest, wieso er glaubt, dass sie so etwas tun würde. Daraufhin antwortet Gabriel, dass man über 100 Kilometer Entfernung erkennen würde, dass Marinette in Adrien verliebt ist und dass Adrien ihr sehr dankbar wäre, wenn er endlich seine Mutter wieder hätte. Dann fügt Gabriel noch hinzu, dass er auch wisse, dass Cat Noir in Ladybug verliebt sei. Es wäre ein leichtes, Cat Noir davon zu überzeugen, seine Maske abzunehmen. Ladybug müsse ihn nur um ein Rendezvous fragen und schon hätte er seine Pflichten über die Schweigsamkeit vergessen. Marinette grübelt. Sie sieht zu Tiki, aber auch diese ist sprachlos. Wie würde sich Marinette wohl entscheiden? Würde sie Cat Noir hereinlegen, um anschließend Adrien einen Gefallen zu tun? Und wie würde sie reagieren, wenn sie sehen würde, dass Cat Noir Adrien ist? Erzählt uns eure Meinung unten in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!